Ja, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, heute ist ein ganz freudiger Anlass hier in diesem Ratsland. Wird es übersetzt oder wie machen wir das? Ja, machen wir übersetzt. Ja, ein ganz freudiger Anlass. Ich freue mich, dass es wiederum gelungen ist. Eine Delegation aus unserer Partnerstadt heute hier und für ein paar Tage in unserer Stadt begrüßen zu dürfen. Der Austausch zwischen Menschen ist immer die Grundlage für gegenseitiges Verstehen. Und wenn man dabei noch eine der schönsten Nebensachen der Welt, nämlich den Sport, verbinden kann, dann kann eigentlich schon nichts mehr passieren. Deswegen auch nochmal herzlichen Dank auch an alle, die das wieder möglich gemacht haben. Dass diese Reise, diese Begegnung stattfinden kann. Ich hoffe, Sie werden sich, ich bin mir sicher, Sie werden sich in Herford hier sehr wohlfühlen. Burada bulunuyor olmaktan kesinlikle eminim ki çok mutlu olacaksınız. Und bin mir sicher, dass Sie hier in dieser Stadt sehr mit offenen Armen empfangen werden, bestimmt schon wurden und auch werden. Und zaten başlamışsınız da diesem Mann geçirmeye, umuyorum. Und vielleicht, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen ein paar Dinge über diese Stadt erzählen, damit Sie wissen, wo Sie sich befinden. Şu an ya isterseniz çok kısa şehrin sattığını size bilgi vereyim. Natürlich. Ja. Und dann würde ich noch das Wort, glaube ich, an Herrn Zehnder übergeben, der sicherlich auch noch das eine oder andere ausführen wird. Also, die Hansestadt Herford ist über 1200 Jahre alt. Sie ist in den Geschichtsbüchern auch oft erwähnt. Sie war schon sehr früh eine wichtige Stadt im damaligen Reich im Mittelalter. O zamanki Orta Çağ'a ait çok değerli bir şehir oldu. Sie können weiter spielen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Insbesondere ist Herford auch damals geprägt worden durch eine Frau, durch eine Äbtissin. Die die gleiche Stellung hatte wie ein Kardinal. Ja, und zu der Zeit war es schon sehr ungewöhnlich, dass Frauen so viel Macht besaßen. Aber Herford ist eine Stadt, wo man viele erfolgreiche Frauen hat, und so haben wir zurzeit noch. Und bestimmt auch irgendwann wieder eine Fußball-Bundesliga-Mannschaft der Frauen. Die sind meistens für die erste Liga noch nicht so ganz gerüstet und für die zweite Liga zu gut, deswegen geht es immer rauf und runter. Und deswegen werden wir im nächsten Jahr Zweitliga-Fußball schauen und im übernächsten Jahr ist wahrscheinlich wieder Erstliga-Fußball. Umuyorum bir dahaki sene, yani bir sonraki sene, bir dahaki sene değil, bir sonraki sene tekrar ligde görmeyi umuyoruz Bayan Spor Takımımızın. Hier leben über 100 verschiedene Nationen zusammen. Über 100 verschiedene Nationalitäten. 100. Türkisch habe ich vergessen. Man muss gleich Deutsch reden zu anfangen. Ja. 100 değişik ülke, işte milletten insan yaşıyormuş. 100'ün üzerinde de. İşte Alman, Yunan, Türk. Ja, und aus und unter der Gruppe der Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, einen Migrationshintergrund haben, ist die Gruppe der Menschen, die aus der Türkei kommen, eine große. Çok büyük bir kısmı Türkiye'den gelen